Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der uns seine Freude schenkt, er sei mit euch. Liebe Gläubige, ich begrüße euch zu unserer Heiligen Messe, auch unsere Volksschüler, die ihr so zahlreich gekommen seid. Ihr habt gut daran getan, heute werdet ihr zum letzten Mal die heiligen drei Könige bei uns sehen, die verlassen uns dann. Am Sonntag gibt es schon wieder eine neue Situation, in der Jesus ist. Wir feiern heute den heiligen Franz von Sales. Er war ein reicher junger Mann mit einer großartigen Karriere, aber er hat dann den Ruf Gottes gehört, Priester zu werden. Und hat alles zurückgelassen, ist dann sogar Bischof geworden in Genf in der Schweiz, war in einer Gegend, wo die Menschen zwar an Jesus geglaubt haben, aber nicht an die katholische Kirche. Der Calvinismus war dort sehr stark und sie haben manche Meinungsverschiedenheiten gehabt und Jesus anders verstanden. Er hat mit ganz viel Milde und Geduld den Weg vorgezeigt, den er verstanden hat, was der Schatz der katholischen Kirche ist, und konnte auf die Weise viele zu diesen Schätzen führen. Gerade in dieser Woche der Einheit der Christen ist er uns ein großer Fürsprecher. Wir wollen Gott um Erbarmen anrufen, damit wir auch ganz gut verstehen, wer Gott ist und wie er uns helfen kann im Leben. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich, denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld und schenke uns dein Heil. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden schenke uns der gnädige und barmherzige Herr. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast den heiligen Franz von Sales dazu berufen, als Bischof und Lehrer allen alles zu werden. Hilf uns, sein Beispiel nachzuahmen und den Brüdern zu dienen, damit durch uns deine Menschenfreundlichkeit sichtbar wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Brüder, mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, wurde diese Gnade geschenkt. Ich soll den Heiden als Evangelium den unergründlichen Reichtum Christi verkündigen und enthüllen, wie jenes Geheimnis Wirklichkeit geworden ist, das von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen war. So sollen jetzt die Fürsten und Gewalten des himmlischen Bereichs durch die Kirche Kenntnis erhalten von der vielfältigen Weisheit Gottes nach seinem ewigen Plan, den er durch Christus Jesus, unseren Herrn, ausgeführt hat. In ihm haben wir den freien Zugang
durch das Vertrauen, das der Glaube an ihn schenkt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Auf Zion hochgegründet steht Gottes heilige Stadt, dass sie der Welt verkündet, was Gott gesprochen hat. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt und uns das Wort von der Versöhnung anvertraut. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er erwählt hatte. Und sie kamen zu ihm. Und er setzte 12 ein, die er bei sich haben und die er dann aussenden wollte, damit sie predigen und mit seiner Vollmacht Dämonen austreiben. Die 12, die er einsetzte, waren Petrus mit dem Beinamen Simon, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, der Bruder des Jakobus. Ihnen gab er den Namen Boanerges, das heißt Donnersöhne. Dazu Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddäus, Simon Kanaaneus und Judas Iskariot, der ihn dann verraten hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Kinder, wir haben heute das Lied gesungen, ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land. Gemeint ist die Kirche, weil wir heute das Evangelium gehört haben, Jesus steigt auf einen hohen Berg. Und dann hat es geheißen, er ruft 12 Apostel beim Namen. Wie viel von den 12 kennen wir denn schon? Es sind unsere ersten Zeugen. Ich weiß noch, wie ich in Wien studiert habe an der Universität, hat ein Lateinprofessor die Christen ein bisschen ausgelacht, weil er gesagt habe, ich habe bemerkt, die Christen kennen nicht einmal ihre ersten 12 Vertreter beim Namen. Kinder, helfen wir zusammen. Wie heißen denn die ersten 4 Freunde von Jesus? Johannes, Lukas. Wer ist der Bruder von Johannes? Unser Pfarrpatron. Jakobus. Wer ist der erste Papst gewesen? Simon Petrus. Und sein Bruder heißt? 4 haben wir schon. Wen habt ihr euch noch gemerkt von den 12? Bartholomäus. Wen noch? Thomas. Haben wir schon 6? Noch jemand? Richtig, haben wir schon 7?
Er ist später dazugekommen. Jetzt helfe ich euch noch weiter, dann haben wir gleich 10. Es gibt nämlich 2 Judas und es gibt 2 Matthäus, 2 Judas und 2 Jakobus. Da haben wir schon fast alle. Warum ich euch das sagen lasse? Erstens sind es wirklich die Zeugen, auf die unser ganzer katholischer Glaube ruht. Und zweitens lernen wir daraus, Jesus, Gott, ruft jeden Einzelnen bei seinem Namen. Er meint ihn ganz persönlich. Und ihr alle seid auch gerufen worden schon. Wann sind wir gerufen worden als Jesus-Freunde? Bei der Taufe. Und jetzt müssen wir uns halt bemühen, dass wir wirklich Jesus-Freunde sind. Wie haben wir gesagt, wer die Einladung vom Jesus zur Messe annimmt, der gibt schon ein Zeichen, dass er ein Jesus-Freund ist. Die zwar getauft sind, aber zu Hause sitzen, da merkt man, dass ihre Jesus-Freundschaft noch nicht so groß ist. Wir sind alle selbst beim Namen gerufen. Und das wollen wir uns heute mitnehmen. Jesus hat doch mich gerufen. Und ich will sein Freund sein. Und ich will ihm mithelfen, dass die frohe Botschaft zu allen Menschen kommt, dass alle Menschen in der Kirche das Reich Gottes finden. Amen. Wir wollen jetzt unsere Bitten vor Gott aussprechen. Für die Kirche, dass sie im Heiligen Geiste erneuert zur Einheit findet. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Familien, dass sie Heimstätten des Glaubens und Wurzelboden geistlicher Berufe bleiben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die fragenden und suchenden Menschen, dass ihnen unser Leben die Wahrheit der christlichen Botschaft bezeugt. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die uns Anvertrauten, dass deine Liebe heile, was unsere Ungeduld an Schaden anrichtet. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die Messintention hereinnehmen. Hermine Bey-Leitner für verstorbene Anita Altmann, Katholische Männerbewegung für verstorbenes Mitglied Franz Bauer. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, lass uns dir folgen aus Liebe, nicht aus Zwang, als unserem Bruder und Herrn, jetzt bis in Ewigkeit. Amen. Die Kirche ist erbauet auf Jesus Christ allein. Wenn sie auf ihn nur schauet, wird sie in Frieden sein. Herr, dich preisen wir auf. Die Menschen
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, das Opfer deines Sohnes, das wir darbringen, entzünde in unseren Herzen das Feuer des Heiligen Geistes. Lass uns in jener Güte wachsen, die den heiligen Franz von Sales so liebenswert gemacht hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Du habest sie. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und am Fest des heiligen Franz deine Größe zu rühmen. Sein Leben aus dem Glauben ist uns ein Vorbild. Die Botschaft seiner Predigt belehrt uns. Seine Fürbitte erwirkt uns Schutz und Hilfe durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Wir singen mit den Kindern. Heilig, heilig bist du, Gott und Vater, der du alle Menschen reich beschenkst. Heilig, heilig bist du, Gott und Vater, der du alles uns zum Besten lenkst. Wir haben Jesus Christus, der zur Erde kam, der mit großer Liebe die Sünde von uns nahm. Heilig, heilig bist du, Gott und Vater, der du alle Menschen reich beschenkst. Heilig, heilig bist du, Gott und Vater, der du alles uns zum Besten lenkst. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Wir machen ein großes Kreuzzeichen. Jesus stirbt am Kreuz für uns. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Jesus vergießt sein Blut für uns am Kreuz. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir und dein Aufstehen preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes
und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht, so können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, dass wir in deinem Sohn schauen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, der mitten unter uns ist, in der heiligen Kommunion. Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Er stieg auf einen hohen Berg und rief sie alle beim Namen.
heiligen Kommunion kommt Jesus, unser Freund, jetzt ganz zu uns. Wir wollen ihn mit offenen Herzen aufnehmen, damit nichts seine Liebe blockiere. Wir spüren still, wer jetzt zu uns gekommen ist. Singen wir zum Dank mit den Kindern das Lied mit dem Namen. Ja, Gott hat alle Kinder lieb. Das können die Erstkommunionkinder schon ganz gut. Ja, Gott hat alle Kinder lieb, jedes Kind in jedem Land. Er kennt alle unsere Namen, hält uns alle an der Hand. Ja, Gott hat alle Kinder lieb, jedes Kind in jedem Land. Er kennt alle unsere Namen, hält uns alle an der Hand. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, hilf uns durch das Sakrament, das wir jetzt empfangen haben, die Freundlichkeit und Liebe des heiligen Franz von Sales nachzuahmen
und führe uns mit ihm zur Vollendung in dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ich danke euch jetzt für euer Kommen und Mitfeiern dieser heiligen Messe. Kinder, wisst ihr, wie viel Freude im Himmel da ist, weil ihr jetzt in dieser Stunde bei uns in der Kirche wart? Noch viel mehr, als sich der Herr Pfarrer schon gefreut und der Josef und die wir hier sind, wir Großen. Wir sind jetzt schon fast doppelt so viele wie die Apostel. Nur zwei fehlen, dann wären 24 Kinder da. Und die vielen Erwachsenen, die da sind, das sind noch mehr. Wenn jeder ein guter Jesus-Freund ist, dann ist das Reich Gottes bei uns. Wir sind gerufen, mitzuhelfen. Das wünsche ich euch heute, dass es gut gelingt. In der Schule und wo wir leben. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Amen.